In diesem Video gehen wir mal die besten Hotels außerhalb von Disneyland Paris durch. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und das Video habt ihr euch tatsächlich gewünscht. Ich habe ja vor einigen Monaten mal eine Fragebox gemacht. Welche Videoideen wünscht ihr euch? Und davon war eins, die besten Hotels außerhalb von Disneyland Paris mal zu erwähnen. Also meine besten Hotels außerhalb von Disneyland Paris. Welche wir oft benutzen, in welchen ich schon war, welche ich weiter an euch... Wie heißt das denn jetzt? Recommendation. Mir fällt das aus Deutsch nur. Welche ich weiterempfehlen würde. Jetzt habe ich es. Welche ich an euch weiterempfehlen würde. Und ich habe mir tatsächlich ein paar Notizen gemacht. Ich war auch in allen Hotels ich habe bereits in allen Hotels übernachtet. Zu den meisten Hotels gibt es auch Footage, also Videoinhalte, die ich mal gedreht habe. Es gibt zu einigen Hotels auch komplette Videos auf meinem Kanal. Die verlinke ich euch gerne. Also generell die Disney-Hotel-Playlist. Verlinke ich euch gerne bei dem i. Da sind aber auch Disneyland-Hotels dabei, aber auch einige von außerhalb. Ich möchte das aber auch als Community-Aktion sozusagen nutzen. Also, wenn ihr Hotel-Tipps habt für außerhalb, wo ihr immer übernachtet, schreibt es gerne unten in die Kommentare, aber auch das Gegenteil gerne. Also, vielleicht ist ein Hotel dabei, was ich gleich vorlese und ihr denkt, oh Gott, was? Das kann nicht sein. Also, ich finde das Hotel grauenhaft, furchtbar. Dann natürlich auch gerne sehr willkommen unten in die Kommentare Hotels, wo ihr nie wieder übernachten würdet und sagt, nee, egal ob es günstig war oder nicht, da auf gar keinen Fall, weil. Ne? Also ich möchte das gerne so als Community-Projekt sehen auch und eure Meinung gerne auch in den Kommentaren wissen, damit dieses Video wirklich hilfreich ist für Leute, die noch nicht so oft da waren, die überlegen, außerhalb zu übernachten, kein Disney-Hotel. Und genau. Ich habe jetzt keine Top 10, also ich habe einfach nur meine Top-Hotels aufgeschrieben und ich habe tatsächlich mir die Mühe gemacht und Preise verglichen. Also ich habe zu jedem Hotel einmal ein Wochenende im August ausgesucht für zwei Personen, also nur zwei Erwachsene. Ein Wochenende im August, also Sommerferienzeit, Peak Season auch in den Freizeitparks und auch ein Wochenende, also es ist immer ein Wochenende, im November. Kein besonderes Wochenende, also nicht der Start der Christmas Season, sondern einfach eine Woche später, vom 18. bis zum 20. November und das Augustdatum war vom 19. bis zum 21. August. Wie gesagt, jeweils ein Wochenende ohne spezielles Event im Disneyland Paris für zwei Erwachsene. Damit ihr das auch mal ein bisschen so vergleichen könnt, wie so die Price Ranges, wie die Preise sich so unterscheiden von Hotel zu Hotel, aber auch zur Jahreszeit. Natürlich sind das gerade Momentaufnahmen, die ich vor zwei Tagen gemacht habe. Die Preise ändern sich natürlich auch täglich. Ich habe eine Preisvergleichsseite genutzt, und zwar Check24. Das ist so mein Go-To, wenn ich mir Preise angucke für Disneyland Paris. Aber da könnt ihr auch TripAdvisor nehmen, keine Ahnung, Booking.com. Was euch am liebsten ist, ist jetzt auch alles unbezahlt. Kein Hotel bezahlt mich dafür hier. Irgendwie positiv über die Hotels zu reden. Ja, und ich würde sagen, wir legen los mit den Partnerhotels. Ja, erstmal zu den Partnerhotels. Das sind die Hotels, die ganz in der Nähe von Disneyland Paris sind, aber nicht von Disney betrieben werden. Und ich war tatsächlich schon in drei verschiedenen Partnerhotels. Und zwar einmal im B&B Disneyland Paris, einmal im Campanile und einmal im Explorers. Es gibt noch das Magic Circus und das Dream Castle, ich glaube, so heißen sie, gibt es auch noch. In denen habe ich tatsächlich noch nicht übernachtet. Denn auch, jetzt kommen wir mal zu dem Inhaltlichen, ich werde euch zu jedem Hotel ein bisschen was sagen. Und wenn ich Footage habe, blende ich euch das ein, aus den Zimmern, aber auch aus der Hotellobby. Oder eventuell auch vom Frühstück, wenn ich es habe. Weil das kommt auch noch dazu, in einigen Hotels ist bei den Preisen das Frühstück enthalten, bei anderen nicht, aber dazu gleich noch mehr. Und generell sind, finde ich trotzdem, mir die Partnerhotels zu teuer. Also die sind von der Price Range, wenn man das so sagen kann, schon
teurer als jetzt nochmal außerhalb. Also wenn man das mal so clustern möchte. Also es gibt Disney-Hotels, es gibt die Partner-Hotels und dann gibt es nochmal die externen Hotels. So würde ich das mal nennen. Ja, fangen wir an mit dem B&B. Da habe ich tatsächlich schon mal übernachtet. Habe aber leider kein Footage gemacht damals, als ich da war. Warum auch immer. Fragt mich bitte nicht. Aber ich suche mir jetzt das Hotel aus, um halt noch ein bisschen Infos für euch mehr bereitzustellen. Generell in dem Hotel, bei dem Preis, ist das Frühstück immer enthalten. Also ihr habt immer Frühstück dabei. Und auch alle Partnerhotels bieten einen Shuttle an zum Disneyland Paris. Das heißt, ihr seid relativ flexibel. Ihr müsst nicht mit dem Auto anreisen. Ihr könnt mit dem Zug kommen und dann mit dem Shuttle zum Hotel fahren, aber auch zu den Parks. Das Problem in Anführungszeichen bei den Partnerhotel-Shuttles ist, dass die nicht nur ein Hotel anfahren, sondern, glaube ich, fast alle Partnerhotels oder auf jeden Fall 2 bis 3. Und dann tendieren natürlich die Busse relativ voll zu werden. Vor allem, wenn man halt direkt morgens da sein möchte oder nach der Parade oder nach Illuminations, tendieren diese Shuttles relativ voll zu sein. Das müsst ihr euch auch noch, merken. In consideration. Ich hab's irgendwie mit Englisch. Mit in Betrachtung ziehen. So, jetzt suche ich erstmal das kurz, das Hotel. Also das B&B ist wirklich ein solides Hotel. Ich finde es wirklich in Ordnung, auch von den Bewertungen her. Hat es jetzt hier bei Booking.com eine 8,4. Ihr müsst aber darauf achten, wenn ihr B&B eingibt im Disneyland Paris, dann kommen natürlich auch noch andere B&Bs. Da kommen wir auch noch zum anderen B&B später. Ihr müsst darauf achten, dass es das B&B in, ich kann es jetzt, glaube ich, nicht aussprechen, Ich schreibe alles immer hier unten rein, weil das wird sonst nichts mit meiner Aussprache. Und dann findet ihr es nicht. Genau, ansonsten gibt es kostenfreies WLAN, aber das habt ihr fast in jedem Hotel. Und auch kostenfreie Privatparkplätze. Auch, würde ich sagen, jetzt so 80% der Fälle habt ihr auch immer einen gratis Parkplatz, egal in welchem Hotel ihr übernachtet. Aber da auf jeden Fall in den Kommentaren schauen. Genau, und das Hotel hat auch noch einen Souvenirladen, also einen Disney-Shop tatsächlich, wo ihr auch noch Souvenirs kaufen könnt. Aber ich glaube, die Jahreskarte könnt ihr in den Shops nicht benutzen. Ja, und das liegt 3 Kilometer vom Disneyland Paris entfernt, hat wie gesagt einen kostenlosen Shuttle und ist vom Einkaufszentrum nur 3 Kilometer entfernt und vom Flughafen Charles de Gaulle 28 Kilometer entfernt. Und zum TGV-Bahnhof seid ihr in 8 Minuten da mit dem Auto. Aber da könnt ihr auch den Shuttle nehmen vom Disneyland Paris. Ja, kurz zu den Preisen. Das B&B würde im August, an dem Augustwochenende, 276 Euro pro Nacht kosten. Also es ist mal pro Nacht Preise, oder? Ne, es war für den... Jetzt bin ich verwirrt. Ich muss das nochmal überprüfen. Okay, also ich habe nochmal geguckt. Tatsächlich ist der Preis für 2 Nächte, also für das komplette Wochenende. Musste ich mich nochmal absichern, bevor ich hier euch was Falsches sage. Also 276 Euro für das komplette Wochenende, also 2 Nächte für 2 Erwachsene, inklusive Frühstück. Und dann der Vergleichswert oder der Vergleichspreis für November, auch wieder ein Wochenende, würde das komplette Wochenende nur 124 Euro kosten. Also da seht ihr tatsächlich schon, im November ist es natürlich viel günstiger generell als im August. Jetzt mal kurz auch, weil viele fragen, wann soll ich fahren, wann ist es günstig. Also Sommerferien gerade ist natürlich sehr teuer und auch natürlich kommt dazu, dass es August jetzt in 1-2 Monaten ist und November natürlich weiter entfernt ist. Das heißt, wenn ihr vorplant, länger euren Trip schon plant, dann könnt ihr tatsächlich auch noch ein paar Euro sparen. Kommen wir zum Campanile, wie auch immer es aussprechen möchtet. Da habe ich auch mal übernachtet und dazu gibt es auch ein komplettes Video auf meinem YouTube-Kanal. Gibt auch wieder Frühstück, ist inklusive beim Preis und auch ein Shuttle. Von der Ausstattung muss ich sagen, ist es ein bisschen schwächer als das B&B, aber ich finde es immer noch komplett in Ordnung. Trotzdem für die Preise, die die Partnerhotels hier aufschlagen, ist es für mich immer noch etwas zu teuer, vor allem im August. November tatsächlich, die Preise mit 2 Personen pro Nacht sind wirklich in Ordnung, vor allem, weil man halt sehr nah am Park ist und das Frühstück inklusive hat, was ich später bei den Hotels meistens nicht habe. Aber ich muss auch sagen, wir haben sehr selten Zeit noch zu frühstücken morgens. Wir sind froh, dass wir einigermaßen schlafen, ausschlafen, also, nee,
Ausschlafen ist es nicht. Dass wir einigermaßen genug schlafen, dass wir einigermaßen fit sind. Und wenn wir mal morgens aber noch Frühstück einplanen müssten, dann wären wir gefühlt um 10 oder 11 noch nicht im Park mit unserem Fertigmachen und so. Ja, also mit Frühstück hätten wir gar keine Zeit dazu. Egal, anderes Thema. Zurück zum Campanile. Ihr habt wahrscheinlich jetzt schon ein paar Ausschnitte gesehen. Der Preis für den August wäre 252 Euro für das Wochenende. Also ein Ticken günstiger als das B&B, also 20 Euro jetzt in meinem Vergleich. Und der Novemberpreis ist tatsächlich höher als der B&B-Preis. Und zwar liegt er da bei 137 Euro. Für zwei Erwachsene das komplette Wochenende. Also ihr seht, die Preise variieren. Am besten immer einen Preisvergleich nutzen und schauen, welches Wochenende eventuell günstiger ist. Natürlich unter der Woche wäre es nochmal günstiger. Aber ich wollte jetzt halt am Wochenende fahren viele hin. Und auch, also ich habe mich bewusst für ein Wochenende entschieden, damit man auch die höheren Preise sozusagen bekommt. Ja, und zum dritten Hotel, wo ich bereits war. Und dazu habe ich auch Aufnahmen und eigentlich auch ein komplettes Video auf meinem Kanal, aber nicht veröffentlicht. Ich war vor 2 Jahren da mit der Jessie. Damals noch Hoch-Corona-Phase, also mit Maske und allen möglichen Corona-Regeln. Und irgendwie habe ich dieses Video nie online gestellt. Und denke mir jetzt so, nach 2 Jahren brauchst du es auch nicht mehr online stellen. Eventuell ist es ja schon veraltet und ich möchte auch euch keine alten Informationen weitergeben. Aber wenn ihr euch das wünscht, kann ich das natürlich noch online stellen, das Explorers-Video. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare oder lasst einen Daumen nach oben da, wenn ich das noch posten soll. Ist ein richtig cooles Hotel, auch für Kinder vor allem. Also die anderen zwei, B&B und Campanile, kann man mit Kindern machen, aber bieten nicht noch mehr Extras für Kinder. Wie das zum Beispiel das Explorers, aber auch das Dream Castle und Magic Circus Hotel. Also die sind wirklich für Kinder, Familien mit Kindern ausgerichtet. Es gibt Schwimmbäder, es gibt Spielplätze, es gibt sonstige. Die Zimmer sind richtig cool aufbereitet in verschiedenen Themen, im Magic Circus zum Beispiel wie ein Zirkus aufgebaut. Ja, also die Hotels sind explizit für Familien mit Kindern, sind aber dementsprechend auch teurer als jetzt zum Beispiel das B&B oder das Campanile. Dennoch waren wir sehr zufrieden vor 2 Jahren. Wir haben, glaube ich, weiß gar nicht, wie viele Nächte wir da übernachtet haben damals. Ich glaube, 2 Nächte. Ich glaube, es waren 2 Nächte. War ein wirklich cooler Aufenthalt. Den Pool haben wir damals nicht genutzt. Und frühstücken waren wir, aber ein paar Ausschnitte habt ihr gesehen. Kommen wir zu den Preisen im Vergleich. Und zwar würde das Explorers im August, jetzt kommen 388 Euro kosten fürs Wochenende. Also da sieht man, es ist fast doppelt so, ne, nicht fast doppelt so teuer, aber auf jeden Fall sehr etwas teurer als das Campanile und das B&B, also bei 388 Euro für den August. Und beim November wären wir bei 245 Euro für das Wochenende. Wie gesagt, ich bin immer der Meinung, man muss gucken, was einem wichtig ist, wenn man nach Disneyland Paris fährt. Möchte man auch die Pools nutzen? Möchte man sich vielleicht mal abends früher zurückkommen mit dem Kind auf dem Spielplatz oder man legt das Kind schlafen und möchte trotzdem ein schönes Ambiente drumherum haben? Also man muss gucken, was man noch in so einem Disneyland Paris Aufenthalt zusätzlich haben möchte. Wir brauchen eigentlich nur eine Dusche und ein Bett und möchten es möglichst günstig halten, weil wir halt so oft da sind. Aber ich kann auch verstehen, wenn eine Familie 1 oder 2 Mal im Jahr hinfährt, möchte sie natürlich dementsprechend auch ein besseres Hotel haben, vielleicht Entertainment für die Kinder. Also das müsst ihr ganz für euch entscheiden. Ja, das waren die 3 Partnerhotels, die ich selbst besucht habe und die ich auch weiterempfehlen würde. Wie gesagt, zu den anderen kann ich nichts sagen, aber da seid ihr dann wieder gefragt. Vielleicht wart ihr in den anderen Hotels, in den Partnerhotels und könnt was dazu sagen. Oder ihr seid überhaupt nicht meiner Meinung und denkt, boah, nee, das Campanile, das geht gar nicht. Da haben wir dies und das und jenes erlebt. Ja, kommen wir dann noch zu den Hotels, die außerhalb von Disneyland Paris liegen, also und nicht zu den Partnerhotels gehören. Das sind nämlich auch einige, die wir besucht haben und in denen wir auch immer wieder mal sind. Und das ist unter anderem das Stay City. Da waren wir bisher einmal und es gibt auch ein komplettes Video dazu auf meinem YouTube-Kanal. Wir waren damals da mit Sven und Daniel und damals war der Preis richtig gut, deswegen haben wir es gebucht. Und die Zimmer sind super geräumig, wir hatten so viel Platz, es gibt sogar eine kleine Küchennische, das Bad war hochmodern, also es ist ein relativ neues Hotel. Es gibt auch Frühstück, wir waren da zum Abendessen, aber auch zum Frühstück.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, das Frühstück war damals bei uns im Preis enthalten, aber generell, ich gucke mal jetzt gerade parallel. Ja, zu den anderen Hotels habe ich euch gar nicht die Bewertung gesagt, aber ich sehe es gerade. Also es ist auf jeden Fall ein 4-Sterne-Hotel, das Stay City, und hat eine Bewertung von 8,6, also auch richtig gut. Ich gucke auch gleich noch nach den Bewertungen vom Campanile und auch vom Explorers, aber die sind alle sehr, sehr gut bewertet. Das kann man auf jeden Fall dazu sagen. Also im Preis enthalten ist auf jeden Fall nicht das Frühstück. Das könnt ihr euch natürlich bei jedem Hotel dazu buchen, aber im Preis hier ist es nicht enthalten. Es gibt einen Shuttle zum Disneyland Paris. Also generell mit dem Auto fahrt ihr 5 Minuten, also auch richtig nah dran, das Hotel. Es gibt einen Shuttle, der ist aber kostenpflichtig. Ich glaube, das habe ich im Video gesehen. Ich glaube, 3 € pro Fahrt oder 3 € pro Tag. Ich weiß es nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall nicht kostenfrei, der Shuttle zum Disneyland Paris. Und wie oft die Busse tatsächlich gefahren sind, kann ich euch auch nicht sagen. Aber wenn ihr nicht mit dem Auto kommt, gibt es auf jeden Fall auch einen Shuttle. Ja, zu den Preisen. Das Stay City ist tatsächlich im August richtig teuer. Also ich habe jetzt gerade noch mal die App offen. Als ich vor 2 Tagen nach dem Preis geguckt habe, lag er wirklich bei 742 €. Für den Preis würde ich auf gar keinen Fall da übernachten. Da könnt ihr euch ja schon Disney Hotel tatsächlich leisten. Jetzt sehe ich gerade, für das Wochenende kostet es nur 580, was ich auch schon richtig teuer finde. Also da bitte nichts buchen, weil das ist sehr, sehr teuer. Aber im November tatsächlich ist der Preis bei 152 €. Und da finde ich, muss ich sagen, ist es wieder ein sehr guter Preis. Wie gesagt, super gutes Frühstück. Es gab eine Pancake-Maschine und richtig viel Auswahl. Und auch die Zimmer haben uns echt gut gefallen. Richtig bequeme Betten. Also ein sehr solides Hotel. Dann gucke ich jetzt mal nach noch den Bewertungen vom Campanile und vom Explorers, damit wir das auch der Vollständigkeit haben. Also das Campanile hat eine Bewertung von 8,0, also auch wieder sehr gut. Und da müsst ihr auch wieder drauf achten. Das Campanile, es gibt mehrere Campaniles im Umkreis von Disneyland Paris. Das ist das Campanile Val de France. Müsst ihr drauf achten. Jetzt gucken wir nochmal nach dem Explorers. Genau, also nur kurz, das Dream Castle hat eine Bewertung von 7,1, das Explorers von 7,6, also unter 8, aber ich fand es, also Bewertung tatsächlich schlechter als das B&B oder das Campanile. Ja, dann geht's weiter mit dem B&B in Torcy. Tatsächlich ein sehr günstiges Hotel, und das ist tatsächlich auch gutes Hotel, auch wenn ihr ohne Auto unterwegs seid, denn die Bahnstation mit dem RER fahrt ihr nur in 3 Stationen zum Disneyland Paris. Das habe ich auch tatsächlich einmal genutzt. Ich war mit der Nina da, und Nina war schon vorher im Park und ich musste nachkommen. Und ich bin, glaube ich, 5 bis 10 Minuten Laufweg an der Station gewesen. Bin dann mit der Station 3, mit der RER dann 3 Stunden, 3 Stationen zum Disneyland Paris gefahren. Und ohne Probleme konnten wir auch am Automaten ein Ticket ziehen. Also ging ohne Probleme. Wenn ihr ohne Auto unterwegs seid, ist das B&B in Torcy auch ein gutes Hotel. Das ist tatsächlich aber eines der, würde ich sagen, der einfacheren Hotels. Die Bewertung liegt bei 7,5, also ist auch wirklich gut, aber man darf jetzt halt nicht viel erwarten. Gefrühstückt habe ich da jetzt auch noch nie. Und wie gesagt, es ist relativ basic. Man hat ein Bett, man hat eine Dusche. Es ist sauber, es ist nicht allzu groß, aber dennoch in Ordnung, wenn man jetzt nicht viel erwartet. August 169 € für das komplette Wochenende ohne Frühstück und im November dann bei 120 €. Genau. Und da seht ihr halt, ihr müsst darauf achten, wenn ihr jetzt nur B&B in Paris eingibt, spuckt es euch natürlich auch verschiedene B&Bs aus. Und da kann es auch verwirrend sein. Es gibt B&B, wie gesagt, das Partnerhotel, es gibt das in Torcy, es gibt aber noch andere B&Bs im Umkreis. Also da müsst ihr wirklich auf die Begrifflichkeiten achten. Ich packe euch aber auch zu jedem Hotel unten auch noch den Link in die Infobox, dass ihr euch auch direkt das Hotel anschauen könnt. Im Umkreis von B&B Torcy gibt es auch noch andere Hotels,
wo ihr dann auch den RER nutzen könnt, um in Disneyland Paris zu fahren. Ihr könnt natürlich auch mit dem Auto fahren. Dann ist es ungefähr 15 bis 20 Minuten mit dem Auto. Also schon ein Stückchen weiter weg aus Disneyland Paris. Das müsst ihr euch natürlich dann auch immer einberechnen, ob sich das für euch lohnt. Dann gibt es in der Nähe noch das The Originals City Hotel. Damit waren wir tatsächlich beim letzten Besuch mit Brina und Nina. Und das Bad war gut, wirklich geräumig groß. Das Zimmer war relativ klein und wir hatten tatsächlich einige Fliegen im Zimmer. Ich glaube, die kamen aus der Klimaanlage. Also wir hatten eine Klimaanlage. Aber ja, es war in Ordnung. Es war okay. Vielleicht habt ihr da andere Erfahrungen gemacht. Aber es ist trotzdem in diesem Circle drin und habe auch ein paar Aufnahmen, deswegen erwähne ich es hier. Vom Preis her, im August würde es 135 Euro kosten und im November 145 Euro. Ja, sind in Ordnung. Und dann gibt es noch, was ich gesehen habe hier, das Apart Hotel in Torcy, was direkt neben dem The Originals ist. Und das hat eine Bewertung von 8,0. Ach übrigens, das Originals halt 7,5 und das B&B in Torcy auch 7,5. Also alles relativ gut bewertet. Das Apart Hotel in Torcy, da war ich persönlich noch nicht, aber ich habe jetzt mal hier aufgenommen, weil es direkt daneben ist. Es hat gute Bewertungen und vom Preis her tatsächlich ist es auch in Ordnung. Ich sehe gerade hier für das Augustwochenende 113 Euro für das komplette Wochenende. Also auch richtig guter Preis. Und aber mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich da noch nicht übernachtet habe. Aber es hat gute Bewertungen, deswegen dachte ich, erwähne ich es hier nochmal. Dann gibt es noch das Campanile in Marne-la-Vallée-Torcy. Das hat eine Bewertung von 7,3. Ist auch super solide und ich habe es jetzt mal aufgenommen, weil es sehr günstig ist tatsächlich. Es ist ein sehr günstiges Hotel und das günstigste auf meiner Liste, aber trotzdem relativ gut bewertet. Es ist ein 3-Sterne-Hotel und man fährt 15 Minuten zum Disneyland Paris. Die Privatparkplätze sind kostenlos, also wie gesagt meistens, aber achtet da bitte auf die Kommentare. Und ihr könnt auch mit dem RER nach Disneyland Paris fahren. Und zu den Preisen, es würde 107 Euro im August kosten für das Wochenende und im November 95 Euro. Also wirklich 95 Euro für ein komplettes Wochenende für zwei Personen. Das heißt, pro Person eigentlich nur so um die 20 bis 25 Euro. Da kommen immer noch die Steuern drauf, wenn ihr vor Ort seid. Das müsst ihr auch immer dazu rechnen. 3 bis 5 Euro Steuern. Kommt natürlich auf die Hotelsterne an. Aber habe ich jetzt hier nicht mit einberechnet. Also 95 Euro für ein Wochenende für zwei Erwachsene ist wirklich sehr, sehr günstig und ist auch ein gutes Hotel. Ja, ich habe natürlich auch schon in schlechteren Hotels übernachtet, wie zum Beispiel die Premier Class Hotels. Die sind natürlich noch mal günstiger, aber da müsst ihr halt wirklich, da ist der Luxus oder der Komfort ganz weit unten. Ganz weit unten. Also wenn ihr keine Probleme damit habt, könnt ihr auch im Premier Class, aber ihr werdet dann schon bei den Bewertungen sehen, die sind bei 5 oder 6, irgendwas. Also die würde ich jetzt nicht primär empfehlen. Wir haben natürlich hier und da mal schon mal da übernachtet, aber es sind keine Empfehlungen, die ich weitergeben würde. Die Empfehlungen, die ich euch jetzt hier gegeben habe, sind wirklich gute Empfehlungen. Die kann ich ohne Sorge an euch weiterempfehlen, aber vielleicht seht ihr das Ganze ja anders. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen bei eurer Entscheidung, wenn ihr das nächste Mal ins Disneyland Paris fahren wollt und ein Hotel außerhalb buchen wollt, welches Hotel ihr da nehmt. Wie gesagt, alle Links zu den Hotels unten in der Infobox. Generell die Hotel-Playlist, schaut doch mal durch. Da, wie gesagt, gibt es auch komplette Videos. Und mein All-Time-Favorite sind also ich würde immer das günstigste Angebot nehmen, weil wir halt so oft da sind, versuchen wir immer Geld zu sparen. Genau, aber das müsst ihr wissen. Achso, ich habe mir noch aufgeschrieben, Residence du Parc, da sind die Meinungen ja auch sehr gespalten, aber Brina und ich mögen es auch, aber das habe ich mir noch als Randnotiz geschrieben. Also da waren wir auch schon öfter, kann man auch in großen Gruppen, also wir waren da auch schon zu viert drin und dann kann man sich natürlich die Preise gut durchvierteilen und macht es auch wieder günstig. Ja, generell, je mehr Personen in einem Zimmer, desto günstiger. Also wenn wir zu dritt oder zu viert sind, kann man sich die Kosten ja nochmal durch die Personenanzahl teilen, macht es dann im Prinzip nochmal günstiger. Aber das zu einem separaten Video, wie man günstig mal ins Disneyland Paris kommt. Ich plane jetzt auch mal in den nächsten Wochen ein Video zu dem Thema, wie buche ich, also
welche Reisebuchung, ich weiß nicht, wie ich das auch, also ob Pauschale, ob mit Jahreskarte, ob Hotel außerhalb, ob Hotel on Property, Partnerhotel, Tagestickets, Jahreskarte, Pauschale, was da die beste Option ist. Und ich werde mir auch wieder so zwei Zeiträume aussuchen, die Preise vergleichen. Ich werde mir da die Mühe machen, so ein bisschen Reisebüro spielen und für euch das Ganze aufclustern, auflisten und dann in dem nächsten Video, irgendwann in den nächsten Wochen, für euch zu bereitzustellen, damit ihr da ein bisschen einfacher, weil ich bekomme immer die Fragen, wie buche ich am besten, wie gehe ich es am günstigsten, Pauschale, nicht Pauschale, Jahreskarte, ne? Das gehen wir dann in einem der nächsten Videos durch. Ja, das war's von mir. War ein ganz schön langes Labervideo, hätte ich gar nicht gedacht. Zu den Hotels. Wenn euch das Video gefallen hat und das auch hilfreich war für euch, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!